mein Lieber. Morgen, was gibt's? Ja, ja, ich bin am Treffpunkt. Wie verabredet. Ja, ja, na klar. Ja, Bronco, wo ist der Stoff? Mein Lieber. Mein Lieber. Ja. Ja, ich bin am Brunnen. Hast du hier hingelegt, oder was? Ja, Bronco, mach keine Witze. Da waren 20.000 Euro, die kannst du nicht irgendwo hinlegen. Rote Plastiktüte. Ja, ich guck mal. Habt ihr vielleicht eine rote Plastiktüte gesehen irgendwo? Nein. Hör mal, Bronco, hier liegt keine rote Plastiktüte, mein Lieber. Ja, ja. Ja, lass uns mal ganz schnell treffen. Ja, ja. Ja, ich komme auch am Dom. Ja, ich komme da auch hin. Ja, Bronco, bis gleich. Du, ey, ich hoffe nicht, dass das ein gutes Ende nimmt, mein Lieber. Sonst wird es der Familie dir nicht verzeihen. Nur die Familie wird dir das nicht verzeihen, mein Lieber. Ja, Bronco. Bronco. Ja, kannst du mir mal sagen, wo der Stoff ist? Hör mal, eben war ich schon am Brunnen, da war der nicht. Ja. Jetzt machst du mich ganz kirre. Du machst mich ganz, ganz kirre, mein lieber Freund. Ja? Das sind hohe Werte. Das sind hohe Werte, mit denen du da spielst. Ja, ich stehe jetzt hier vor der Kirche. Wo ist es? Bei den Jungs von den wie heißt das? Westfälische Nachrichten? Die haben das? Ah, okay. Haben Sie den Stoff von Bronco? Nein. Ob Sie den Stoff von Bronco haben? Was habe ich? Schon gut. Ey, sag mal, Bronco, willst du mich total verarschen oder was? Jetzt sei mal ehrlich. Ich frage den Typen gerade, der weiß nichts von Stoff. Der hat die Tüte nicht mit den 5 Pfund. Bronco, mein Lieber, ich bin kurz davor, den Don selber anzurufen. Ja, das kannst du mir glauben, mein Lieber. Ja, ja. Nee, jetzt mach erstmal Ende im Gelände. War ein Missverständnis. Tschüss.